zeigt sich Udo Jürgens 2014 fast nur noch bei seinen Konzerten. Mein Ziel kann nur Freiheit und Liebe sein. Er hatte eine Riesenangst vor der letzten Tournee. Eine Riesenangst. Der hatte richtig Muffe. Udo hat gemerkt, dass er es nicht mehr schaffen wird. Ich glaube, dass er sich mit der letzten Tournee übernommen hat. Ich habe ihn spielen sehen, krank. Er war richtig krank. Ja? Mein Hausarzt hier aus München musste kommen und ihn betreuen. Und eigentlich hieß es, Herr Jürgens, gehen Sie da nicht raus. Ja? Aber er ist rausgegangen. Er ist rausgegangen und hat gespielt. Aber so gespielt, dass ich dachte, wie geht das? In der Pause sitzt er wieder so drin, so, oh, boah, es ist heavy und so. Und das Management kommt rein und sagt, oh, geht doch. Und ich so, hä? Was? Geht doch? Das ist ein altes Zirkuspferd, der es rockt, der gelernt hat, the show must go on. Von Zeit zu Zeit warf ich den Blick auf meinen Weg zurück. Auf das war. Und dabei würde ich gar. Ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Berg und Tal fahren durch die Zeit, selbst alles das, was ich bereut, an dem ich hing und das Übrige ging. Ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Es waren auch viel mehr Konzerte, als es ursprünglich hätten sein sollen. Und waren dann dreimal so viele. Konnte auch nicht sagen, ich will nicht, aber da war ja schon alles verkauft. Ich kann mich an Gespräche erinnern, wo ich daneben saß, wo ich gehört habe, wie er zu Leuten gesagt hat, nein, ich will nicht mehr. Haut mir nicht so viele Termine rein. Ich will nicht mehr. Und sie haben ihm weiter Termine reingehauen. Ja? Gnadenlos. Dann kam der Terminkalender, da ich gesagt, was? Ich soll da und da und da nochmal nach der Tournee? Ich habe doch gesagt, ich will nach der Tournee gar nicht mehr. Er wollte Pausen haben. Große Pausen. Ja. Und dann vielleicht kleinere Konzerte machen. Ich weiß auch nicht, was da dazu geführt hat. Dann zum... Aber in der Summe war es zu viel. Udo Jürgens überlebt das letzte Konzert in Zürich nur um 10 Tage. Am 21. Dezember 2014 macht er mit seinem Bandmitglied, Fahrer und langjährigen Freund Billy Tozzo einen Spaziergang am Zürichsee. Plötzlich ruft er Billys Namen. Er hat mich gerufen in dieser seltsamen Stimme, die nicht seine Stimme war. Dann drehe ich mich um und guckt. Da habe ich gesehen, Udo ist am Zusammenbrechen. Dann habe ich ihn umarmt genommen. Ja, das war seine letzte Wort hier. Billy Tozzo versucht, seinen Freund wiederzubeleben. Ich muss bei ihm bleiben und pumpen. Meine Gedanken. Du hast nicht genug gepumpt. Viel wie möglich an seinem Kopf zu behalten. So habe ich ihn nicht losgelassen. Kein Fall. Ich habe die ganze Zeit gepumpt, bis die Leute kommen. Hilfe kommt. Die Notärzte setzen die Wiederbelebungsversuche bis ins Krankenhaus fort. Doch vergebens. Und dann kam der finale Anruf, dass jetzt die Geräte abgestellt wurden, weil es keinen Sinn mehr macht. Als er starb, ich war bei ihm. Ich saß neben ihm in der toten Raum, vielleicht 3 Stunden oder mehr. Und John ist gekommen, da habe ich John reingeführt. Und ich weiß nur eins, dass ich mit meiner Frau in den Raum reingekommen bin. Und in der Labs liegen sie eben total friedlich. Und in dem Moment weißt du, das ist nur noch die Hülle. Er, das ist nicht mehr er. Er ist weg. Dann saß ich also im Flugzeug und dann war der Landeanflug nach Zürich. Und dann sehe ich aus dem Fenster eine Sternschnuppe, ein Riesending, mit so einem ganz langen... Und irgendwie ist es immer schwierig für mich, das zu erzählen, diese Stelle. Aber war das für mich so in dem Moment
So, als würde sich der Papa von mir verabschieden halt, ne? Wenn ich an Gott glauben würde, würde ich sagen, der hat runtergeguckt und gesagt, der Typ, der hat Leid für sich selber. Das ist so viel Leid bereitet selbst. Aber er hat so viel geleistet, so viele Menschen glücklich gemacht. Jetzt müssen wir ihn beschenken. Wir holen uns einfach blitzartig. Er soll gar nicht merken, dass er stirbt. Der hat gar nicht gemerkt, dass er stirbt. Da oben. Was für ein Leben. Ja, mittendrin, kein großes Leiden. Der machte bis ins hohe Alter das, was er liebt, und hat die Leute auch damit beschenkt. Und dann einfach beim Spaziergang die Seite zu wechseln, besser kann es einen, glaube ich, nicht erwischen. Es waren Stürme der Begeisterung. Meine Lieder waren Hymnen für mein Publikum. 100.000 Augen wie die Sterne, unvorstellbar schön. Gibt es nur noch dieses Lied für mich und diese Melodie. Ich wüsste ganz genau, ihr kennt mich noch. Diese kleine Wehmut bleibt da, dass ich ihn gerne mich mehr mit ihm ausgetauscht hätte oder ihn gerne noch näher kennengelernt hätte. Und weil ich das Gefühl habe, ich bin Uwe Jürgens, das irgendwie auch noch schuldig, das öffentlich zu erklären, dass ich den für einen richtig guten Mensch und Künstler gehalten habe. Ja. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt und dass dir deine Träume bleiben und wenn du suchst nach Zärtlichkeit wünsch ich dir Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeit. Du, 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 du.